Hallo und willkommen zurück zu Reflections in Java. Ja, das wird wahrscheinlich das letzte Video zu dem Thema und eigentlich ist es gar nicht direkt über Reflections, sondern über den Classloader heute, der offiziell Teil der Sprache ist und mit dem könnt ihr jetzt tatsächlich mal Klassen dynamisch einbinden, was ich euch schon die ganze Zeit versprochen habe. Wie ihr sie dann benutzt, seht ihr in den anderen Reflection-Videos, die ich schon gemacht habe und ja, wir werden uns heute eben, wie gesagt, damit beschäftigen, dynamisch Klassen zu laden. Also fangen wir gleich mal an, wir brauchen einen Classloader. Wie ich gerade schon gesagt habe. Und dieser Classloader ist eben dazu da, dass man Klassen laden kann. Das Problem ist, dass man pro Classloader nur jede Klasse einmal laden kann. Aber das erkläre ich euch gleich. Ich sage jetzt hier einfach mal Classloader. Classloader ist gleich... So, und dann sagen wir hier einfach mal Main, weil meine Klasse so heißt, .class. Das kennen wir ja schon. Wir greifen einfach auf das Klassenobjekt zu und haben dann sozusagen die Klasse davon da. Und jede Klasse liefert uns einen Classloader. Und das war's auch schon. Nein, Spaß, das war's natürlich noch nicht. Jetzt wollen wir natürlich noch die Klasse laden. Und genau das tun wir, indem wir sagen, zunächst einmal, wir definieren uns eine Klasse. Ich habe sie bisher immer MyClass genannt, also werde ich sie auch weiterhin so nennen. Und dann sagen wir hier ClassLoader.LoadClass. Wer hätte sich das denken können? Und dann brauchen wir hier einen String als Argument. Und dieser String muss der vollständige Name der Klasse sein. Jetzt schauen wir uns hier einfach mal kurz um. Wir haben hier das Package com.morpholis.de, das kopieren wir uns, packen das in String da rein und dann kommt noch ein SumObject rein, so heißt nämlich die Klasse und jetzt kann die dynamisch geladen werden. So, das Ganze schmeißt natürlich wie gewohnt eine Exception, ist ja auch irgendwie klar, denn wenn die Klasse nicht gefunden ist, deswegen ja hier auch Class Not Found Exception. Wenn diese Klasse gefunden, nicht gefunden ist, dann muss es natürlich irgendwie ja, behoben werden. Und das passiert am besten über eine Exception. So, jetzt ist diese Klasse geladen und wir können damit arbeiten, wie wir es bisher getan haben. Und diese Klasse kann, wie gesagt, zur Laufzeit hier reingepackt werden. Lass mich das kurz speichern, dann geht der Fehler da oben weg. So, das bedeutet aber, wir brauchen hier nicht irgendwie schon vorher diese Klasse festzulegen, sondern wir können dynamisch uns Klassen definieren, die dann eben genau dies tun und die können wir irgendwann später in einen laufenden Quellcode reinpacken und können hier einfach die ganze Zeit durchloopen und zum Beispiel schauen, haben wir neue Plugins oder sowas und laden die dann eben dynamisch. Ist natürlich saumäßig cool, denn dann muss der Server eventuell, auf dem dieses Programm läuft, nicht ständig wieder neu starten und wir können irgendwelche, ja, wie gesagt, Plugins dynamisch laden. Ja, und das Problem ist natürlich dann, dass wir hier nur ein Klassenobjekt zurückkriegen und dann können wir nicht einfach sagen, irgendwie new SumObject, weil wir SumObject gar nicht kennen. Das heißt, wir kennen auch die Methoden nicht und so weiter und so fort, deswegen muss das eben alles über Reflections gemacht werden. Ja, das ist, glaube ich, auch schon alles, was ich euch dieses Video zeigen möchte. Es ist im Prinzip, wie ihr diese Klassen tatsächlich dann ladet und warum ihr die ganzen Sachen, die ich euch bisher gezeigt habe, benutzen müsst. Gut. Dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.